Ja, also herzlich willkommen zum Nachmittagsworkshop Schatzsuche, Potenziale wahrnehmen, verstehen und individuell entfalten. Ich habe gerade gedacht, ich habe heute Morgen tatsächlich gar nichts mehr zu meiner Person gesagt, aber ich denke, das ist auch nicht wirklich so ganz kurz. Also ich bin Dozentin in der Kindheitspädagogik und in der sozialen Arbeit an der Evangelischen Hochschule. Arbeite aber auch dort im Zentrum für Kinder- und Jugendforschung mit unterschiedlichen Schwerpunkten und bin auch Erzieherin, komme also aus der Praxis. Ich habe lange Jahre Praxiserfahrung und kenne mich, glaube ich, auch ein bisschen in der Schule aus, weil ich eben sehr viel mit Schule arbeite, mit der Schulsozialarbeit, aber auch mit Lehrpersonen und mit Fachkräften, die in der Schulkindbegleitung tätig sind. Genau. Hauptberuflich bin ich Mutter von 4 erwachsenen Söhnen und 4 wunderbaren Enkelkindern. Und das ist deswegen so wundervoll, weil ich sozusagen das Forschungsfeld auch immer so ein kleines bisschen vor der Haustüre habe. Das gefällt mir persönlich schon ganz gut. Bin mir nicht immer so sicher, ob es den anderen auch so gut gefällt. Aber mal gucken. Jetzt aber zu unseren Inhalten. Ja, das schließt so ein bisschen an, was wir heute Nachmittag machen, was jetzt schon ja den ganzen Tag im Fokus steht natürlich, aber auch ein kleines bisschen an das Seminar von mir heute Vormittag zum Thema Resilienz, weil es bei der Resilienz auch darum geht, dass man eben die Schätze sucht und darauf verzichtet, nach Fehlern zu fahnden, sondern eben schaut, wo sind die Schätze verborgen, wie können wir die Schätze möglicherweise bergen, was kann uns dabei helfen. Wie können wir die wahrnehmen und auf welche Art und Weise steht uns vielleicht mal so unser spontanes Reagieren, unsere ersten Impulse in pädagogischen Settings auch im Weg? Diese Thematik, die uns heute durch diesen Fachtag in so wundervoller und vielfältiger Art und Weise begleitet, hat natürlich sehr viel mit der Identitätsbildung zu tun, mit der Identitätsarbeit und die wiederum ist oder hat als Bedingung, so muss man es vielleicht sagen, das Ziel, die Schaffung von Lebenskohärenz, also die Schaffung von Lebenszusammenhalt, von Verstehbarkeit, von Sinnhaftigkeit und von Handhabbarkeit. Ja, früher war das vielleicht so, oder in anderen Epochen wäre das bessere Wort. Da war es ja eher so, dass wir Identitätsaspekte oder Identitätspakete einfach so übernommen haben, von Generation zu Generation übertragen bekamen. Heute kommt es viel mehr auf individuelle Passungs- und Identitätsarbeit an, also auf die ja, Selbsteinbettung in uns, aber auch auf der anderen Seite eben auch in unsere Umgebung, in unser soziales Gefüge, in dem wir leben. Und Kinder und Jugendliche, die brauchen in ihrer Lebenswelt dafür entsprechende Freiräume, um sich einmal selber zu erfahren, aber auch um sich immer wieder selber zu entwerfen. Und die gestalten ja auf ihre ganz individuelle Art und Weise ihre Form in ihren Alltag einzuwirken oder einwirken zu können. Und damit das gelingt, diese Identitätsarbeit, ist ein ganz wesentliches Kriterium die Authentizität und von außen das Kriterium der Anerkennung. Also auf der einen Seite der Part, der in mir selbst begründet liegt und auf der anderen Seite eben diese Anerkennung von meiner Umwelt, von meiner Umgebung, von den Menschen, mit denen ich umgeben bin. Dafür brauchen Kinder unfassbar viele Erfahrungsräume, einmal natürlich in der Familie, aber eben auch in Kita, in Schule, im Freundeskreis, im erweiterten sozialen Umfeld, in den sozialräumlichen Bezügen, in denen die Kinder unterwegs sind. Und natürlich auch über Medien, die ja auch von sozialer Anerkennung oder eben sozialer Nichtanerkennung und personaler Stärkung geprägt sind. Je nachdem, wie dann auf der einen Seite diese Medien ausgestaltet sind und auf der anderen Seite, wie sie benutzt werden oder genutzt werden, verarbeitet werden. Wir schauen uns heute die Möglichkeit an, wie diese personale Stärkung anhand von ganz praktischen Beispielen ausschauen kann.
wo ich denke, die sollte man tatsächlich auch als so etwas verstehen wie eine ja, vielleicht lebensweltliche Verknüpfungsarbeit. Also dass Methoden, die wir einsetzen und anwenden, immer auch transferiert werden in die reale Alltagswelt der Kinder und die ihren Ausgangspunkt vor allem finden bei den Interessen und den Themen der Kinder und nicht daran angeknüpft werden, was wir aus der Erwachsenenperspektive möglicherweise als sinnvoll erachten. Ich hatte heute Vormittag auf der ersten Folie ein Kind in einem Spider-Man-Kostüm und in solchen pädagogischen Gruppen, da wird ja auch immer wieder so nachgefragt, ja, ob das denn jetzt gut sei, wenn Kinder sich mit solchen Figuren identifizieren und ob das eben nicht sinnvoller wäre, gerade in pädagogischen Kontexten solcherlei mediale Bilder und Figuren außen vor zu lassen. Nein, denke ich dann immer oder sage das auch immer, nein, auf gar keinen Fall. Das ist eben dann in diesem Moment der Bezugspunkt von diesem Kind oder diesen Kindern. Und dann ist eben das meine Plattform, meine Ausgangssituation, um die Themen zu behandeln, zu bearbeiten, anzusprechen, einzubringen, die für mich wichtig sind. Also Ausgangspunkt ist das Kind und wenn wir das wirklich ernst meinen, dann sind es eben auch diese Weltzugänge der Kinder. So. Also, jetzt schauen wir uns mal so kurz an, was es so mit der Ressourcenorientierung auf sich haben kann und dann schauen wir dennoch mal anhand eines Fallbeispiels vielleicht auf so eine Defizitorientierung, die uns allen vielleicht auch bekannt und gar nicht so unvertraut ist, um dann im nächsten Schritt tatsächlich in diese unterschiedlichen Ideen, Möglichkeiten zu gehen. Und da können wir es dann vielleicht nachher auch mal so machen, dass Sie in eine Breakout-Gruppe gehen können, um sich individuell auszutauschen.